Namaste, herzlich willkommen bei unserem allerersten Online-Yoga-Kurs. Wir sind Romana und Nia von der Hatha Yogaschule und wir freuen uns, dass wir heute mit dir dafür Yoga machen. Wir haben eine Yogastunde vorbereitet, die für alle sollte mehr oder weniger möglich sein. Du darfst dir rausnehmen, was du brauchst und wir zeigen dir auch immer wieder Alternativen und Möglichkeiten, wie du deine Yogastunde kannst gestalten. Wir wünschen dir ganz viel Spass und freuen uns, mit dir Yoga machen zu dürfen. Du darfst gerade zuerst in eine sitzende Position kommen. Es kann also ein aufrechtes Sitzen sein auf dem Boden oder von einer Sitzkissen. Wenn es dir nicht möglich ist, auf dem Boden zu sitzen, dann musst du den Mund zu haben. Setz dich dort hin. Deine Augen sind geschlossen. Und du lässt dir einen Moment Zeit, um in einer Haltung anzukommen. Wenn du einfach einen Moment wahrnimmst, was jetzt gerade wahrnehmbar ist. Immer das Geräusch war um dich herum. Geräusch außerhalb von dem Raum, wo du dich drin befindest. Die Geräusche im Raum, wo du bist. Nimm den Raum wahr, wo dein Körper einnimmt. Zieh dein Bewusstsein in deinen Körper. Nimm wahr, wie du da sitzt. Folge anfälligen Bewegungsimpulsen, wenn du noch nicht bequem bist. Vielleicht magst du mal die Schultern ein bisschen lösen oder die Wirbelsäule. Ganz eine leichte Aktivierung im Bereich deiner Lendenwirbelsäule. So wie ein ganz feiner Ansatz von einem Hohlkreuz. Vielleicht andeutet, hilft dir, die Wirbelsäule zu dynamisieren, sodass sie sich ohne Muskelanstrengung noch ein bisschen besser auf- und ausrichten kann. Das Brustbein kann öffnen, deine Schultern lösen. Vielleicht magst du die Schultern mal Richtung Ohren anheben und nach hinten, unten und aussen senken. Beginne jetzt mit einer Atemachtsamkeit. Ohne dass du Einfluss auf deinen Atemrhythmus nimmst, beobachte, wie dein Atem strömt. In welchen Bereichen von deinem Körper kannst du den Atemfluss wahrnehmen? Bring dein Bewusstsein zu deinem Bauchraum, zur Bauchdecke. Und beobachte, wie der Atem natürlich in der Raum, wo dein Bewusstsein ist, folgt. Und deine Bauchdecke sich sanft nach außen wirkt, wenn du einatmest und sanft, wenn du ausatmest. Das Bewusstsein bringt im Bereich des Rippenbogen, vom Brustraum. Fokussiere nur den mittleren Teil von deinem Raum, das Brustbein. Und bemerke, wie der Atem folgt. Wie dein Atem jetzt im Brustraum strömt und mit jeder Einatmung sich deinen Rippenbogen sanft öffnet wieder und satt und sein.
lässt dein Bewusstsein höher emporsteigen und fokussierst den Bereich unter deinen Schlüsselbeinen und deine Lungenspitzen verlaufen. Und durch das Lenken deiner Aufmerksamkeit fließt auch der Atem jetzt in den Bereich, sodass du kannst wahrnehmen, wie deine Schlüsselbeine oder der Bruststrom sich ganz sanft anhebt und du einatmest und sich sanft senkt, wenn du ausatmest. Wir versuchen, die drei Bereiche zu verbinden. Bewusstsein im Bauchraum. Atmest du im Bauchraum ein, gehst mit dem Bewusstsein im Brustraum. Fühlst auch diesen Bereich mit frischer Atemluft und bis unter deine Schlüsselbeine, bis in die Lungenspitze. Spürt Atemfüllung. Und wenn du ausatmest vom Bauchraum her, lass die Bauchdecke flach werden, in den Brustraum und bis unter die Schlüsselbeine. Der Atempause strömt der Atem wieder zuerst in den Bauchraum, Bauchdecke weitet sich, Brustraum weitet sich und du atmest bis unter das Schlüsselbein ein, gönnst der Atempause den Raum, wo sie sich magnet und atmest dann zuerst wieder vom Bauch her aus, ziehst im letzten Moment den Bauchnabel sanft durch die Wirbelsäule, atmest Brustraum aus und bis unter das Schlüsselbein. Fahr weiter fort, immer von unten nach oben, deine Lungen zu füllen. Und sie von unten nach oben auch wieder zu leeren. Zeit, lass dir Zeit für den Atem, lass dir Zeit für die Atempause. Wenn du das nächste Mal ausgeatmet hast, dann nimm wiederum keinen Einfluss auf den Rhythmus oder auf die Tiefe und beobachte lediglich, wie der Atem selbstständig kommt und geht. Wenn du beim nächsten Mal einatmest, spür deine gestreckten Arme bewusst, wie sie die Fingerspitzen in der Seite rücken. Die Handflächen sich finden. Such dich einen Moment lang, lass den Atem fließen. Mit den Schultern zurück, schieb sie weg von den Ohren. Und wenn du das nächste Mal ausatmest, spürst du deine Hände zurück von deinem Herz. Löse deinen Sitz auf, folgst dabei deinen ganz eigenen Bewegungsmuster und wir treffen uns in den Rücken ab. Vom Rücken schonend, entweder abrollend oder auch über die Seite mit rundem Rücken auf deinen Rücken zu legen. Spüre im Moment das Gewicht vom Körper und lass es auf die Unterlage sinken. Mit einer tiefen Einatmung zusammen führst du deine gestreckten Arme durch die Luft hoch, lässt den Atem weiter strömen und beginnst dich mal ganz ausgiebig zu strecken und zu recken. Schiebst mal die Fersen weg und ziehst deine Zehen an und tust dann mal die Füße und Zehen strecken. Lot, die du möchtest verlängern. Du führst ausatmend die Arme wieder neben den Körper, stellst ein Bein und das andere auf und nimmst ein Knie und das andere zum Brustraum hin, umarmst beide Knie und mit grossen Kreisen lösest du deinen Rücken.
ändere die Richtung vom Kreisen zur anderen Seite. Knie ganz nahe, hebt den Oberkörper vom Boden und kommt mit der Nasenspitze Richtung Knie. Ganz ein kleines Päckchen. Der Atem fließt, die Schultern gelöst. Dann ist der Oberkörper zurück, lange Nacken, der Kopf auf den Boden legen. Und du streckst deine Beine ein bisschen hinauf. Wenn deine Beine so in der Stelle angekommen sind und du die Dehnung nochmal möchtest für einen Moment intensivieren, dann zieh deine Beine mal ein bisschen näher hin. Vielleicht magst du sie ausstreichen. Vielleicht magst du beginnen, deine Füße und deine Zehen zu mobilisieren. Deine Fußgelenke zu lösen, indem du die Füße kreisen lässt. Die Richtung änderst und dann mal zur anderen Seite kreisest. Beine gut aktivierst, Füße flex, Zehen leicht angezogen. Du hebst deinen Oberkörper vom Boden hoch, streckst deine Arme nach vorne aus. Bring dein Knie so nah wie es geht zum Brustbein und deine Nackenmuskulatur zu aktivieren, aber nicht zu verkrampfen. Und beginne jetzt deine gut gestreckten Beine langsam gestreckt tief zu führen, bis deine Bauchmuskulatur gut aktiviert ist. Achte darauf, dass die Lendenwirbel gut auf dem Boden bleiben. Geh nur so tief mit den Beinen, dass du die Kraft hast, um das zu halten. Zieh deine Bauchmuskulatur leicht zurück, den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, damit auch die innere Muskulatur aktiviert wird. Und du haltest nur so lange, wie es für dich geht. Wenn es genug ist, dann fass in der Knie Kehle, zieh die Knie her, löse, leg den Kopf zurück und lass dich einen Moment ins Shavasana sinken. Lass deine Beine ablegen, deine Arme in einen Abstand und die Fläche nach oben entspannen. Und loslassen. Dann stelle erneut einen Fuß um den anderen auf. Nimm nochmal beide Knie Richtung Brustraum, das mal ohne deine Hände. Du darfst die Arme seitlich ausbreiten, die Hände in eine Linie mit deinen Schultergelenken und die Handfläche nach unten. Auf den Boden. Deine Füße in einem Fuss Mudra, leicht gespreizt, Zehen gespreizt, Fußgewölbe. Dann tust du mit einer tiefen Einatmung deine geschlossenen Knie zur rechten Seite tief bringen, ohne dass sie den Boden berühren. Der Kopf geht nach links. Und mit der Ausatmung bring Kopf und Knie zurück zur Mitte. Tiefe Einatmung, die Knie gehen nach links, der Kopf nach rechts. Einen Moment die Atempause wahrnehmen und dann Kopf und Knie wieder zurück zur Mitte zu führen. Fahr fort in deinem eigenen Rhythmus. Wenn du so viele Durchgänge geübt hast, die für dich angenehm sind, kannst du die Übung abschliessen, indem du deine Knie nochmal für einen Moment umarmst und anziehst. Vielleicht tut es dir auch gut, nochmal mit dem Kopf hoch zu kommen, mit dem Nasenspitz Richtung Knie.
Und dann stellst du deine Füße zurück auf den Boden, lässt den Kopf ab, die Füße hüftbreit, näher am Gesäß positioniert, deine Arme am Körper entlang, die Handfläche nach unten. Aktiviere die Arme leicht, indem du sanften Druck mit der Handfläche auf den Boden gibst und Länge in die Wirbelsäule. Press für einen Moment dein Kreuz und Steißbein auf den Boden, sodass die Wirbelsäule in ihre natürliche S-Form gelangt. Und beginne dann mit einer tiefen Einatmung zusammen dein Becken vom Boden aufzurollen in eine Schulterbrücke, in Sedu Pandasana. Überprüfe, ob deine Fersen direkt unter deinen Kniegelenken positioniert sind, ob die Füße in einem angenehmen Abstand sind. Allenfalls magst du da auch noch mal etwas verändern an der Stellung. Heb dein Brustbein weit an, es möchte fast bis zum Knie hoch. Gib Acht, dass die ganze Handfläche auf dem Boden ist. Wenn dir das Mühe macht, dann bleib in dieser Variante, sodass deine Schultergelenke sich öffnen können. Wenn das für dich keine Herausforderung ist und keine Dehnung verspürst, kannst du zusätzlich deine Hände hinter dem Rücken fassen, Finger falten und die Arme am Boden entlang ausstrecken. Dabei schiebst du die Schulterblätter näher zueinander und kannst vielleicht das Becken noch etwas höher schieben, das Brustbein noch etwas mehr öffnen. Mit jeder Einatmung optimierst du deine Stellung, mit jeder Ausatmung lass du eine Entspannung in der Position zu. Dein Atem fließt frei und unbeeinflusst, aber dein Bewusstsein ist bei der Atmung und du beobachtest, wie dein Atem strömt, sich auch immer wieder verändert, ajustiert, mal tiefer ist, mal flächer, mal ruhiger. Mal stiller, mal lauter. Auch da, du darfst jederzeit Pause machen und wenn du die Stellung möchtest auflösen, zuerst wieder die Hände positionieren und Wirbel um Wirbel zurück auf den Boden legen, in Shavasana nachspüren. Bein ablegen, und die Flächen nach oben entspannen und loslassen. Lass den Atem wieder etwas stärker werden, stellst ein Bein ums andere auf und kommst entweder, indem du deine Kniekehle umfassest, mit Schwung hoch ins Sitzen, oder alternativ drehst du dich in die Seitenlage und kommst über die Seite mit rundem Rücken hoch. Komm erneut in eine sitzende Haltung für eine Atemübung. Du kannst wieder ein Hilfsmittel zur Hand nehmen, falls notwendig, in einem Kreuzensitz oder, wie es Romana dir zeigt, in einem Fersensitz oder auf deinem Stuhl. Wir üben das Kapalabhati, die stossweise Ausatmung. Für das find zuerst wieder in deinen Atemfluss. Deine Augen können geschlossen oder geöffnet sein. Kapalabhati, die stossweise Ausatmung. Da akzentuierst du den Ausatmung schnell, aktiv, während der Einatmung vollkommen passiv passiert.
Übernimm den Rhythmus, den wir dir vorgeben. Vielleicht, wenn du die Übung noch nicht kennst, beobachtest du zuerst den Moment und kommst dann dazu, wenn du bereit bist. Wir beginnen die Kapalabhati mit einer Einatmung, wo du deine Lunge in einer Vollatmung vom Bauch, Brustraum bis unter den Schlüsselbein füllst und ebenso vom Bauch über den Brustraum und den Schlüsselbein leerst. Dann fließt der Atem natürlich ein, bis die Lunge zur Hälfte gefüllt ist. Und wir beginnen. Ganz ausatmen, den Atem unbeeinflusst, Konzentration zum Punkt zwischen deinen Augenbrauen, zum Ajna-Chakra. Und komm in die Stille. Zweiter Durchgang. Mit einer vollen Atmung fülle deine Lunge vom Bauch bis in die Lungenspitze. Und vom Bauch bis in die Lungenspitze ausatmen. Natürlich einatmen. Ohne Einfluss zu nehmen, nur beobachten. Fokus beim Punkt zwischen den Augenbrauen. Das reinigende Feuer strömt und strömt. Dritter Durchgang. Vollatmung, deine Lunge füllt sie. Vollatmung, deine Lunge leert sie. Entspannt fühlt sie sich zur Hälfte und Kapalabhati ist im Raum. Mein Körper wird gesünder und gesünder von Moment zu Moment. Mein Körper wird gesünder und gesünder von Moment zu Moment. Stärkst deinen Atem leicht, lösest dich aus dieser Sitzposition, folgst deinen natürlichen Bewegungsimpulsen. Wir treffen uns zu einem Vierfußstand. Bewegst deine Wirbelsäule so, wie sich sie jetzt wohlig anfühlt. Das kann rund sein, das kann eine Kuh, Katzstellung sein, und verbunden mit der Atmung einatmen und konkav wirst und ausatmen, wie ein Katzenbugel fließt.
darfst du ganz deinem Gefühl folgen und der Körper gerade in Bewegung macht gehen. Du merkst, dass sich das Sitzen und Liegen ein bisschen gelöst haben. Darfst du deine Zehen, die Füße aufstellen, das Gesäß zücht, so deine Fersen in die Arme nach vorne in die Länge, Stirn Richtung Boden, der Kopf in der Verlängerung von deiner Wirbelsäule, der Atem in die Öffnung in deinem Rücken. Und von da stoßest du dich in einen herabschauenden Hund, das Gesäß Richtung Decke. Du darfst weiter in deinen natürlichen Bewegungen folgen, dass der Körper sich strecken kann. Und regen, dehnen. Schau, dass die Bewegungen langsam bleiben und du im Maximum von deiner Dehnung jeweils für ein, zwei Atemzüge verweilst. So kann der Muskel auch am schnellsten warm werden und in die Dehnung finden. Und dann laufst du mit deinen Füße nach vorne zwischen deine Hände. Wenn du so in dieser Hand-Fuss-Stellung gut angekommen bist, dann kommen wir in den Stand, indem du dich auf einen imaginären Stuhl setzt. Deine Arme nach vorne, der Blick nach vorne, die Arme dehnen Richtung Decke. Bauchdecke leicht aktiviert und zurückgezogen, damit deine Lendenwirbelsäule gut gestützt ist. Mit der nächsten Einatmung streck deine Beine um in den Stand, zieh dich lang. Und ausatmend führst du deine Hände zurück vor dein Herz. Und dann von da geht direkt in eine Sequenz von Sonnengrüßen. Wir zeigen dir zuerst eine ganz einfache Variante, auch gut geeignet für unsere Seniorinnen. Mit einer tiefen Einatmung führ deine Arme über die Seite hoch, streck dich. Und mit der Ausatmung komm nach vorne in die Hand-Fuss-Stellung. Das rechte Bein zieht zurück in einen Ausfallschritt. Das Knie und der Fuß auf dem Boden ablegen. Und mit einer Einatmung führst du die Arme über vorne hoch. Kommst ausatmend wieder zurück zum Boden. Zügst dein Bein wieder nach vorne in die Hand-Fuss-Stellung. Nasenspitz Richtung Knie. Mit der Einatmung setz dich auf den imaginären Stuhl, bring die Arme hoch Richtung Decke und mit der Ausatmung komm in Stand, deine Hände ziehen vor das Herz. Linke Seite, einatmen, die Arme über die Seite und ausatmen, Hand, Fuss, Stellung. Das linke Bein in den Ausfallschritt, Fuß und Knie ablegen und mit der Einatmung die Arme ziehen hoch. Ausatmend, komm zurück zum Boden, zieh das linke Bein nach vorne, Nasenspitz Richtung Knie. Der imaginäre Stuhl, wenn du einatmest, bring die Arme hoch und mit der Ausatmung komm zurück zu deinem Herz. Vielleicht magst du diese Variante üben, vielleicht magst du eine Sonnengruß-Variante mitkommen, die etwas fortgeschrittener ist. In der tiefen Einatmung bringt die Arme über die Seite hoch und mit der Ausatmung in die Hand-Fuss-Stellung. Das rechte Bein zieht im Ausfallschritt, Fuß und Knie ablegen, einatmend die Arme hoch. Halt den Atem für einen Moment und bringt die Hand zurück auf den Boden. Dein linke Bein zieht zurück und du kommst in die Stütze. Mit der Ausatmung kommt tief in die indische Stütze, Bauchlage. Die Schultern rollen zurück, einatmend, komm in eine Kobra. Und mit der Ausatmung stoss dich in eine Hundestellung. Der rechte Fuß zieht nach vorne zwischen deine Hände. Knie, Fuß hinten ablegen, einatmen, richtet dich auf. Und mit der Ausatmung findet die Hände zum Boden und
du kommst in die Handfußstellung. Die Arme überziehen mit der Einatmung, richte dich auf und komm ausatmend zurück zu deinem Herz. Die linke Seite tief einatmen mit der Ausatmung Handfuß. Dein linke Bein Ausfallschritt und du richtest dich einatmend auf. Kompakt, kleiner Atem, Rückhalt, während du in die Stütze gehst. Und dann mit der Ausatmung tief zu Bauchlage, du rollst dich in den Kobra, die Schultern zurückziehen. Ausatmend in die Hundestellung. Der linke Fuß zieht nach vorne zwischen deine Hände, Kniefuß ablecken, einatmend aufrichten. Mit der Ausatmung findet deinen Weg in die Handfußstellung. Aufrollen die Arme über die Seite, wenn der Atem einströmt, gib Länge. Und wenn du ausatmest, führ deine Hände vor dein Herz. Mach noch zwei weitere Durchgänge, ganz in deinem Rhythmus. Du kannst wahlweise in dieser Variante bleiben oder du gehst einen Schritt weiter und übst das in der Stellung der Heldin, vom Held. Da bleibt dein Bein hinten gestreckt, die Ferse zieht zurück und du gehst weiter. Wie bei der vorherigen Variante. Wenn du deine Sonnengrüße abgeschlossen hast, dann lass die Arme sinken und spür einen Moment nach. Du darfst so viele Sonnengrüße machen, wie du magst, wie es dir wohl ist. Vielleicht magst du lediglich zwei, drei Durchgänge machen. Vielleicht magst du aber auch so viele Durchgänge machen, wie der Tag Sonnenstunden hat. 12 oder 24. Lass dir Zeit, wenn du einen Tag hast, wo du gerne sanft möchtest üben, machst du vielleicht einmal nur 12 Durchgänge oder nur 6 Durchgänge. Und wenn du einen Tag hast, wo du merkst, du brauchst jetzt Bewegung, Dynamik, so mach dich an die 24 Durchgänge. Beim Nachspüren öffne deine Beine etwas weiter, sodass du ganz entspannt und gelöst kannst dastehen. Lass den Atem frei fliessen. Und beobachte deinen Atem dabei, wie er mehr und mehr zur Ruhe fliegt. Dein Herzschlag, wie er wieder ruhig und stabil wird. Wenn du genug nachgespürt hast nach deinen Sonnengrüßen, dein Herz und dein Atem wieder ganz zur Ruhe gekommen sind, so kannst du dich vorbereiten für die erste Asana. Für das schliess deine Beine, komm in Tadasana, im aufrechten Stand. Deine Füße gelöst, Zehen und das Fußgelenk breit, so ist leicht angehoben, sanfte Aktivierung in der Muskulatur deiner Beine. Dein Rumpf richtet sich auf, die Wirbelsäule findet ihre Länge, ihre natürliche S-Form. Die Bauchmuskulatur ist leicht aktiviert, das Brustbein geöffnet, die Schultern gelöst, die Arme entspannt. Ein sanftes Lächeln umspielt deine Lippen. Mit dem Bewusstsein in der Fußsohle nimmt die Berührung deiner Füße zum Boden wahr. Bereite dich vor für die Stellung vom Baum.
Vielleicht hilft es dir, zu visualisieren, wie dicke Wurzeln aus deinen Füßen im Boden hineinwachsen. Vielleicht magst du einfach die Berührung der Fußsohlen mit der Yogamatte unter dir wahrnehmen. Du gibst dein Körpergewicht jetzt auf deinen rechten Fuß, sodass du den linken Fuß vom Boden lösen kannst und du stellst den linken auf den rechten Fuß drauf. Je nachdem, wenn du merkst, dass das für dich, für dein Gleichgewicht, noch keine Herausforderung ist, kannst du auch einen Schritt weitergehen und den Fuß innen an deinem Fußgelenk positionieren. Du spürst, ob das Gleichgewicht stabil bleibt oder ob es wackelig wird. Wenn es stabil ist, positioniere den Fuß innen am Kniegelenk. Und auch da erneut entscheide, ob du auf dieser Höhe bleibst oder deinen Fuß innen an deinem Oberschenkel magst positionieren. Bleib immer auf dieser Höhe, wo du wirklich noch stabil kannst sein. Mit einer tiefen Einatmung führe deine Arme jetzt über die Seite hoch, bis deine Handflächen sich finden, falte die Finger und strecke Zeigefinger und Daumen zu einem Pfeil aus, wo du dich lang ziehst, richtig lang ziehst. Auch die Schultern dürfen mit hochkommen, auch du wachst wie ein Baum im Frühling, wo die ganze Lebenskraft von den Wurzeln nach oben strömt und strömt. Stabil, gut verwurzelt, wachst du in dein ganzes Potenzial drin. In dieser wie in allen folgenden Asanas du haltest, die Stellungen immer so lang, wie es für dich angenehm ist. Zum Auflösen darfst du die Hände wieder lösen, Handfläche auf Handfläche legen und bringst sie zurück vor dein Herz. Anjali Mudra. Dann lösest du die Arme, die Hände, lösest das Bein, positionierst den Fuß hüftbreit, schliessest einen Moment die Augen und spürst nach. Ich stehe mit beiden Füßen fest und stabil auf dem Boden. Ich stehe mit beiden Beinen fest und stabil in meinem Leben. Fest und stabil wie ein Baum. Und du wechselst die Seite. Öffnest zuerst die Augen und findest und fixierst einen Punkt vor dir, der sich nicht bewegt. Verwurzelst dich gut mit deinen Fußsohlen und hebst dann deinen linken Fuß in die Position, wo du dich noch stabil fühlst. Erneut probier, was für dich möglich ist. Wenn du schon geübter bist in dieser Stellung, kannst du direkt zu diesem Bereich gehen und im Zweifelsfall tiefer kommen. Mit der Einatmung die Arme über die Seite, die Finger falten, Zeigefinger, Daumen, geben dir den Pfeil, den du nutzen kannst, um dich lang machen, um auch die Rumpfmuskulatur öffnen, die Rippen dehnen, Bauchdecke anheben, die Hüften ist gut integriert, stabil im Stamm und obwohl du in deine ganze Länge wachst, bist du weich und beweglich im Oberkörper. Der Atem fließt frei und unbeeinflusst. Und wenn immer du die Stellung möchtest lösen, machst du das in deinem Rhythmus. Und Flächen aufeinander, die Hände zurück ins Anjali Mudra vor dein Herz. Die Arme lösen, Beine lösen, Hüfte breit, die Augen geschlossen, nachspüren. Ich stehe mit beiden Füßen und beiden Beinen fest und stabil auf dem Boden. Ich stehe mit beiden Füßen und beiden Beinen fest und stabil in meinem Leben. Fest und stabil wie ein Baum.
Wir bereiten uns vor für eine nächste Asana. Für das kannst du wieder ins Tadasana kommen. Wir bereiten die Stellung von der Waage vor. Ins Tadasana, das heisst, du schliessest erneut deine Füße, deine grossen Zehen oder die Haluxen berühren sich. Du bist auftrieb in deinen Stand, aktivierst die Füße, die Beine, den Rumpf. Mit einer tiefen Einatmung fließen die Arme über die Seite, während du die Augen öffnest, die Handflächen sich finden, die Finger erneut faltest, ausser die Zeigefinger und die Daumen, und lehnig ist in deinen Körper. Aktiviert die Bauchmuskeln, sich der Bauchnabel leicht zurück und beginn dann langsam dein rechte Bein nach hinten gestreckt hoch zu führen. Der Fuß bleibt aktiviert und flex und dein Oberkörper kommt im gleichen Mass nach vorne, wie dein Bein nach hinten oben kommt. Wie hoch ist vollkommen gleichgültig. Bleib stark in deinem Standbein. In die Waage. Die Waage, die dich in Balance bringt, wo alles in dir in Balance führt. Der Blick ist gerade auf den Boden abgeheftet, sodass der Nacken lang kann sein. Und nach einigen Atemzügen kannst du die Stellung auflösen, indem du genau gleich langsam aus der Position auf dem gleichen Weg zurückfindest, nochmal dich lang ziehst in deinem Lot und dann die Arme lösest und über die Seite so weit hin wie möglich tief führst. Sobald die Arme tief sind, entspann und lass sie ganz los. Und dann wechseln die Seiten. Beine schliessen, Stand gut auf und ausrichten. Mit einer tiefen Einatmung die Arme über die Seiten bewusst bis in deine Fingerspitzen. Bildest du das Pfeilmudra, Zeigefinger, Daumen bleiben gestreckt. Du ziehst dich lang und wenn du spürst, wie deine Rippen sich öffnet, die Bauchdecke aktiviert, ist der Bauchnabel zurückgezogen, beginnst du dein linke Bein mit gut aktiviertem Fuß in einer flexen Haltung hoch zu führen und deinen Oberkörper nach vorne tief zu bringen. Vielleicht magst du deine Schultern mal bewusst von deinen Ohren wegführen. Der Atem fliessen lassen durch die aktivierte Bauchdecke, auch deinen Lendenwirbelbereich gut geschützt und lang. Und wenn immer du möchtest auflösen, verlässt du die Asana auf dem gleichen Weg und gehst nachspüren. Die Arme gehen, nachdem du Länge geschaffen hast, dann wieder über die Seite. Bis du kannst loslassen. Gleichgewicht und Balance entwickeln sich auf jeder Ebene in meinem Leben. Gleichgewicht und Balance entwickelt sich auf jeder Ebene in meinem Leben. Und das nächste Asana bereiten wir die Hand-Fuss-Stellung vor. Du gehst in Tadasana, die Beine ganz geschlossen, die Füße gut ausgerichtet. Bei Muskulatur aktiviert, Kniescheiben nach oben gezogen. Mit einer Einatmung die Arme über die Seite, gibst du Länge
Und mit der Ausatmung deine Hände im Anjali Mudra an deinem Herz vorbeizuführen, mit geradem Rücken kommt tief, kipp dein Becken so weit wie es geht und lass Wirbel um Wirbel folgen, bis du deine Hände kannst auf dem Boden positionieren. Du siehst vor der Romana liegt ein Block auf dem Boden. Je nachdem, wenn du die Hände nicht kannst auf dem Boden ablegen kannst, kannst du dir so einen Block oder ein anderes Hilfsmittel, das du in deinem Haushalt hast, zur Hand nehmen und dir so helfen, dass der Boden etwas näher kommt. Richte dich in Ruhe in dieser Position ein, lass deinen Rücken ganz rund werden und komm auch mit dem Nasenspitz Richtung Knie, sodass du deinen Nacken kann lösen kann. Vielleicht magst du mit dem Kopf mal so ein bisschen Ja-Ja sagen oder Nein-Nein. Zum Prüfen, ob die Nackenmuskulatur hat loslassen können. Je nachdem, wie flexibel du bist oder wie gewöhnt deine Muskeln sind, in dieser Dehnung zu sein, darfst du durchaus auch mal die Beine noch mal ein bisschen beugen, wenn der Dehnungsschmerz zu intensiv ist, um erneut in die Streckung zu gehen. Wenn du mit gestreckten Beinen bist, achte gut darauf, dass deine Kniescheiben hochgezogen bleiben. Die Muskulatur deiner Oberschenkel vorne aktiviert sind. Du kannst gut auch das Gewicht mal ein bisschen nach hinten geben, um das Steißbein nach hinten zu ziehen, die Zehen vom Boden lösen oder nach vorne. Vielleicht magst du sogar die Fersen mal leicht vom Boden abheben und kommst so mit dem Oberkörper noch etwas näher zu deinen Beinen. Teilst das Gewicht wieder auf dem gesamten Fußgewölbe. Deine Hände können auf dem Block oder auf dem Boden sein. Du kannst sie aber auch hinter deinen Fersen, die Achillessehne positionieren und so durch einen ganz sanften Impuls deine gesamte Wirbelsäule unterstützen, vielleicht noch etwas mehr in die Vorbeuge zu kommen. Schau, was dir bequem, was dir wohl ist. Und um diese Stellung dann aufzulösen, tust du die Hände wieder auf den Boden aufstellen und kommst mit dem Gesäß tief in eine Hocke. Setzt dich zurück auf dein Gesäß, du kannst die Hände nach hinten bringen dafür, den Block zur Seite stellen, die Füße am unteren Rand deiner Matte positionieren, die Arme streck nach vorne aus und roll dann Wirbel um Wirbel ganz langsam zurück auf die Unterlage. Vielleicht magst du die Beine einen Moment aufgestellt lassen oder hast das Bedürfnis, die Knie zu umfassen oder du lässt sie einen Moment auf dem Boden an und spürst in einem Shavasana an. Vollkommene innere Ruhe und vollkommene innere Frieden. Wir gehen von hier in eine Umkehrstellung. Wir zeigen dir zwei, drei Varianten, wo du, je nachdem, was sich für dich heute passend anfühlt, kannst wählen. Nimm ein Sitzkissen zur Hand und stell dann deine Füße auf. Du kannst, so wie am Anfang der Stunde, in eine Schulterbrücke kommen, wo du das Becken vom Boden anhebst und das Sitzkissen
unter dein Gesäß ziehen. So dass du Lendenwirbel, Kreuzbein, Gesäß ganz bequem kannst auf dem Küssi positionieren und von daher dann deine Beine zur Decke hin ausstrecken. So hast du eine Variante für eine Umkehrstellung, wo du ganz passiv kannst sein. Das ist eine Variante, die eignet sich auch beispielsweise bei Bluthochdruck oder bei erhöhtem Druck allgemein im Körper. Die zweite Variante, um diese Variante auflösen, kannst du dann einfach gleich daraus gehen, wie du drin bist gegangen und sie zur Seite schieben. Für die zweite Variante kannst du deine Füße aufstellen, um dann die Beine zur Decke auszustrecken. Die Hände sind am Körper entlang, Handfläche nach unten. Und mit gut gestreckten Beinen rollst du jetzt die Wirbelsäule hoch. Deine Beine bleiben gestreckt. Du positionierst deine Hände im unteren Rücken in Richtung vom Beckenkamm. Bringst die Ellenbogen so nah wie es geht zueinander. Schiebst die Schultern weg von deinen Ohren, langen, gelösten Nacken, Raum zwischen Brustbein und Knie. Und hebst deine Beine hoch in einen Winkel von, je nachdem, zwischen 45 und 60 Grad zu deinem Rumpf, zu deinem Oberkörper hin. Wie Parita Karani, die halbe Kerze, wenn du vielleicht Mühe hast im Bereich der Nacken, Wirbel, Schulterbereich. Auch die Variante, für wenn du Mühe hast im unteren Rücken, zum in die Stellung reingehen und rausgehen, wähl diese Variante. Um sie aufzulösen, senke die gestreckten Beine so weit, wie es dir möglich ist. Du und die Arme wieder gestreckt auf dem Boden entlang ablegen, so dass du da Gegendruck geben kannst, um Wirbel langsam zurückzurollen. Beine bleiben gestreckt, das hilft dir mit der Hebelwirkung zum Abrollen. Dann tust du die Knie Richtung Bauch einziehen. Die Hände dürfen die Knie umfassen, du löst deinen Rücken. Und stellst dann deine Füße auf den äußeren Rand deiner Yogamatte. Bringst die Arme über den Kopf, lässt sie über dem Kopf auf dem Boden ab und tust da einen Moment nachspüren. Wir zeigen dir eine dritte, eine fortgeschrittenere Variante, wo wir über den Pflug in die Kerze gehen. Für das nimmst du die Position wieder ein mit abgelegten Beinen auf dem Boden, langen Rücken, die Hände am Körper entlang und die Fläche nach unten. Deine Füße sind flex, der Nacken ist lang. Du aktivierst die Bauchmuskulatur und führst dann mit der Einatmung zusammen deine gestreckten Beine hoch und rollst die Wirbelsäule auf, bis du deine Füße über dem Kopf auf dem Boden ablegst. Auch da, wenn die Füße noch nicht ganz auf den Boden mögen, macht gerne nichts. Die bleiben einfach in der Höhe, wo es dir möglich ist, die Beine gestreckt zu lassen. Lass dir Zeit in dieser Position, um dich aufrichten. Versuch mehr und mehr ganz auf dein Schulterdach raufzukommen. Das heisst, dein Brustraum nähert sich mehr und mehr deinem Knie, bis es vielleicht sogar aneinandergepresst sein kann. Du bringst deine Arme so nah zueinander, wie das dir möglich ist, je nach Anatomie kannst du deine Hände hinter dem Rücken fassen, die Finger falten und die Arme strecken. Vielleicht ist das eine Überdehnung für deine Schultern, dann mach das nicht. Dann kannst du die Hände auch im Rücken bereits aufstützen, deinem Rücken so Auftrieb geben, sich gut auf- und auszurichten. Und dann führst du mal ein Bein gestreckt hoch, gibst Länge ins zweite, folgt im ersten Bein. Und auch da kannst du vielleicht noch mehr in die Aufrichtung kommen, noch mehr aufs Schulterdach oder auch versuchen, deine Ellenbogen
noch ein bisschen näher zueinander hinzuführen, dass du Stabilität von unten her hast. Ob die Kerze ganz gerade ist oder nicht, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig, dass du dich drinnen wohlfühlst und immer in den Auftrieb drin denkst, dein Bewusstsein in den Auftrieb gibst, so wird der Körper mehr und mehr auch folgen. Einatmend tust du dich dem Auftrieb, dieser Aufrichtung geben und ausatmend gibst du dich auch in dieser Position, in einer Entspannung hin. Dein Bewusstsein lenkt zum Punkt zwischen deinen Augenbrauen, zum Ajna-Chakra, zur Vergeistigung. Auch diese Stellung, egal in welcher Variante du dich aufhaltest, haltest du genauso lange, wie es dir gut tut. Und zum Auflösen von der dritten Variante führst du erneut deine gestreckten Beine wieder tief Richtung Boden, positionierst deine Füße, sodass du die Arme wieder am Körper entlang kannst und die Fläche nach unten positionieren. Und dann langsam Wirbel um Wirbel mit gestreckten Beinen abrutschst. Du kannst dir dann entweder die Knie wieder umfassen, wie in der letzten Variante, oder wenn du dich kräftig genug fühlst, mit gestreckten Beinen langsam wieder tief führen. Und wir spüren für einen Moment nach. Körper, Geist und Seele in Einheit. Gesünder und gesünder von Moment zu Moment. Gesünder und gesünder von Moment zu Moment. So darfst du dich direkt ins Shavasana sinken für deine Schlussentspannung. Je nachdem möchtest du vielleicht noch etwas anlegen oder deinen Körper zudecken. Brauchst du etwas zu verändern an deiner Lage, wenn du das Gefühl hast, du möchtest den Rücken noch mal lösen, so mach das, indem du die Knie umfasst und kreisen lässt. Allenfalls brauchst du etwas anderes. Dein Körper sagt dir, was es noch braucht, bis du dich magst ins Shavasana sinken. Im Shavasana liegen deine Beine ungefähr hüftbreit. Deine Füße fallen gelöst und entspannt nach außen. Deine Arme positionieren in einem Abstand zum Körper mit der Handfläche nach oben. Gib einen Impuls, deinen Nacken lang zu ziehen und lass ihn dann sinken, lass deinen Kopf ganz schwer werden. Gib Entspannungsimpulse bis in deine Zehen runter. Ohne dass du den Körper bewegst, entspann deine Zehen. Die Fußsohle, das Rist, Fußgelenk, der ganze Fuß, Unterschenkel, Kniegelenk vorne und Kniegelenk hinten. Entspannt Oberschenkel, die Hüftgelenk, der Beckenboden, alle Körperöffnungen vom Unterleib,
ganze Beckenraum, die Innenseite vom Becken, die Organe im Unterleib entspannen. Vom Bauchnabel durch die ganze untere Hälfte von deinem Körper ist vollkommen entspannt und gelöst. So entspannen auch deine Wirbelsäule vom Steißbein über das Kreuzbein durchauf bis zum Nacken. Der ganze Rücken entspannt. Löse deine Bauchdecke, der Bauchnabel, den Bereich hinter deinem Bauchnabel. Alle Organe im Bauch innen entspannt und weich. Die Bauchhöhle löst. Entspannt ist das Zwerchfell, der Rippenbogen, das Brustbein und alle Organe in deinem Brustraum innen, das Herz und die Lunge. Auch deine Schultern lösen, die Oberarme, die Ellbogen, die Unterarme, Handgelenke, deine Handflächen und die Finger. Der ganze Rumpf mit den Schultern, Armen, Händen und Fingern ist vollkommen gelöst, entspannt und ruhig. Auch dein Hals und Kehle, der Nacken, das Gesicht, die ganze Gesichtsmuskulatur löst. Deine Gesichtszüge werden weich und friedvoll und vielleicht triffst du da erneut auf das sanfte Lächeln, wo deine Lippen umspielt. Deine Lippen sind sanft geschlossen, die Zahnreihen liegen lose aufeinander und die Zunge liegt gelöst am Gaumen. Dein Kiefer entspannt, deine Wangen, die Augenpartie der Augenbrauen, die Augenlider, unter den Augen und hinter den Augen entspannt. Und auch Lalata Chakra, die ganze Stirn löst. Sanftes Kräuseln über deinen Haaransatz. Entspann den hintersten, obersten Punkt von deinem Gaumen. Dort, wo es ganz weich ist. Und von dort her lass Entspannung in deinem Kopf Innenraum zu. Lass dein Hirn entspannen. Und vielleicht spürst du, wie ein lösendes Kribbeln sich über deine ganze Kopfhaut ausbreitet. Deinen ganzen Körper, vom Scheitel bis zu den Zehen, ist vollkommen gelöst, entspannt und ruhig. Vollkommen gelöst, entspannt und ruhig. Wir verabschieden uns an diesem Punkt von dir. Bleib du so lange, wie du magst, in deiner Schlussentspannung. Wenn immer du magst zurückkommen, kommst du ganz langsam in deinen Rhythmus und auf deine eigene Art und Weise aus dem Shavasana zurück. Wir wünschen dir einen wunderschönen Tag, wenn das der Morgen war bei dir. Eine gute Nacht und süße Träume, wenn du den Tag beendest mit deiner Yogastunde. Namaste.